So, hallo zusammen. Trotz aller Belästigung von, Sie können sich schon denken, wem, mit allen Mitteln und mit, also geballter Dummheit, nur dumm plus dumm ergibt halt nicht intelligent. Trotz all dieser Belästigungsversuche, in egal welcher Form, nun einen Beitrag zu diesen ganzen Themen. Und wir beginnen mal zunächst mit der Frage bezüglich Jesus. Da wir ja gerade Hebräisch gemeinsam hier auf meiner Seite angefangen haben zu studieren, beschäftigen wir uns auch mit konsonantischen Sprachen, also mit Sprachen, bei denen die Vokale nicht unbedingt ausgedrückt werden in der Schrift. Und bezogen auf das Spanische kann man da sehr gut über etwas nachdenken. Ich lehne die Auffassung vollständig ab, dass also Gott nicht strafe und dass Jesus also alles liebe, egal welche Sünden das begeht und so. Das lehne ich vollständig ab und ich finde nur jemand, der also vor lauter Blutgier und Fleischgier irgendwie nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist, kann behaupten, dass Jesus also gerne an diesem Kreuzestod erlitten hätte. Niemand stirbt gerne so. Glaube ich nicht. Fertig. Können viele andere auch nicht nachvollziehen. Und jetzt stellen wir uns mal die Buchstaben P und R, jetzt nicht für Public Relations, sondern einfach die Buchstaben P und R nebeneinander vor. Das ergibt ein Pr, beziehungsweise ein Pr. Und jetzt können Sie versuchen, da Konsonanten mit Vokalen zu verbinden. Also P und R sind Konsonanten, die klingen höchstens halb, also P und R. Ö, das wären halbvokalische. Und nun drücken Sprachen wie das Hebräische nicht unbedingt die Vokale dazu aus in der Druckschrift. Man kann das aber durch eine bestimmte Form der Interpunktion tun. Und in diesem Zusammenhang kann man aus P und R bezogen auf das Spanische ein Per oder ein Por machen. Ja? Ein Per würde heißen wegen und durch und ein Por würde heißen für. Jetzt ist Jesus wegen unserer Sünden gestorben oder ist Jesus durch und wegen oder durch unsere Sünden gestorben oder ist er für unsere Sünden gestorben? Meine Antwort auf diese Frage heißt, Jesus ist wegen unserer Sünden gestorben und alles andere wäre ein Freibrief, die ganze Zeit nur zu sündigen und immer zu sagen, naja, Jesus ist ja schon dafür gestorben. Ne? Das halte ich für kompletten Schwachsinn, so zu denken und auch so zu argumentieren. Also wenn das Kreuz und der Kreuzestod Jesu irgendetwas lehrt, allen vernünftigen Leuten, dann, dass er wegen unserer Sünden gestorben ist, was uns davon abhalten soll, weitere Sünden zu begehen. Punkt. Insbesondere die Fleischsünde wird so dargestellt. Die Fleischsünde, ja, sieht man ja, auch in dem, was danach als Eucharistie gefeiert wird. Das in diesem Zusammenhang mal vorausgeschickt. Und jetzt, wieso geht es heute plötzlich um die Zeugen Jehovas? Also muss ich was Nettes erzählen, ich kenne die schon seit Jahren und ich bin ja ein Mensch, der mit Hinz und Kunz auch gerne diskutiert, wobei in dem Zusammenhang ich inzwischen regelmäßig die Diskussion dann geleitet habe. Warum? Weil ich einfach viel gebildeter bin als die alle zusammen. Ich habe schlicht und ergreifend mehr Bücher gelesen. Seit meinem 7. Lebensjahr teilweise täglich ein Buch. Also insofern lasse ich mir da nicht gerne die Butter vom Brot nehmen, auch nicht dann, wenn es theologisch bzw. theosophisch wird, weil ich mich schlicht und ergreifend besser auskenne. Ich bekam also in letzter Zeit wieder gehäuft Besuche von denen. Erst war das ein Mann mit bayerischem Akzent, der immer wieder auftauchte und der sich also freundlich gab. Einmal kamen sie auch zu zweit und naja, ich war immer wieder so freundlich, die Tür nicht direkt zuzuschlagen, sondern irgendwie zu sagen, ja, ich bin ja kein Unmensch und ich pflege da zwar meinen eigenen Weg zu gehen, aber sie können gerne bei mir ihren Senf abladen und mir was zu lesen geben, setze mich damit auseinander. Ich habe ja schließlich auch Bücher der Scientology gelesen, soweit das nicht in die Kirche hineinführt eben, also soweit das auch offen ist und offen extra für die Diskussion bereitgestellt wird. Soweit man das auch diskutieren darf und so weiter. Außerdem Bibel natürlich, Koran selbstverständlich, Torah und dann auch Talmud, also diese Bücher lese ich alle. Möchte da also sehr weit gebildet sein und mich auch mit vielen Menschen unterhalten können, das ist sehr wichtig für mich. Das mögen jetzt manche als selbstgefällig bezeichnen, das ist für mich aber nicht selbstgefällig, das ist einfach auch Teil meines Studiums, mich da auszukennen und mich auch auf die Bücher beziehen zu können. Jetzt. Neulich lerne ich also nach langer Zeit mal eine Frau kennen, mit der ich mich sehr gut verstehe und die mir ebenfalls erzählt, sie habe also jahrelang immer wieder Besuch einer Frau von den Zeugen Jehovas gehabt, jahrelang. Ich weiß jetzt nicht genau in welchem Zeitraum, aber ich werde mal gucken, inwiefern dieser Zeitraum gleichzeitig mit bestimmten Erkrankungen innerhalb dieser Familie zusammenfiel. Das wäre praktisch das letzte Puzzlestückchen, was ich noch ermitteln muss. Bevor ich sagen kann, also Verbrecherorganisationen und tschüss, Isaac, so weiter, kümmert euch mal so ungefähr. Ne? Isaac heißt es, glaube ich. Ah ja, wie dem auch sei.
Also dann von dieser Frau erfahren, dass sie 3 Jahre lang diesen Besuch bekommen hat und nie eine Gegeneinladung von dieser Frau. Und nachdem sie mir das erzählt, ich merkte schon an dem Tag, als sie das erzählte, war das Gebrutzel ganz besonders stark. Also dachte ich schon, wer hört denn jetzt alles ab, so ungefähr, ne? Da schien der ganze Himmel voll zu sein mit Satelliten. Und nein, das ist keine eingebildete Paranoia. Gerade gestern Nacht konnte ich wieder 5, 6 Satelliten sehen, allein von denen, die bei mir dabei sind und so. Deutlich sichtbar in kaum 100 Meter Höhe. Sieht man sehr gut, also. Alle Leute sehen das, man hört es auch sehr gut. Man merkt es teilweise auch, insbesondere dann, wenn sie anfangen zu bestrahlen. Glücklicherweise kann man Ort und Impuls nicht immer gleichzeitig bestimmen, sodass die Bestrahlungen, wenn andere Lebewesen das nicht wollen, auch fehlgehen. Und ich arbeite da ja wie Greenpeace, also mit der Mehrheit auch als nichtmenschlichen Lebewesen zusammen. Dahinter Gott, Gott in allem, Gott über allem. Und, aber kein Gott, der nicht auch strafen würde, nicht? Also ich hasse Auffassungen, egal welche Form, die sagen, ihr Menschen könnt machen, was ihr wollt, Gott straft ja nicht, und das Alte Testament von der Bibel, das interessiert uns nicht, da geht es die ganze Zeit nur um Strafen, insbesondere für Blutsünden und Fleischsünden, Opferungen, danach jedes Mal Strafe, und was für eine? Vielleicht auch deshalb, weil man das Fleisch nicht den Tieren gab, also nicht den Hunden und den Katzen, sondern es selber aß. Die gehören ja auch zum Volk. Kann sein, ich muss das nochmal genauer nachlesen, die verschiedenen Geschichten. Und wie dem auch sei, die erzählte mir das also ganz vorsichtig und mit sehr viel Angst, nicht, dass sie da also immer wieder Besuch bekommen hatte. Und ich gehe nach Hause, und eine Minute später, nachdem ich zu Hause ankomme, stehen die vor meiner Tür. Und ab da war ich dann richtig stinksauer, weil ich habe absolut keinen Bock auf deren Überwachungsmaßnahmen. Ich habe keinen Bock auf die Paranoia, die die machen. Und ich habe auch keinen Bock auf die Bestrahlung von durch irgendwelche Satelliten. Und des Weiteren habe ich auch keine Lust auf deren Pharmaunternehmen. Als mich nämlich das war jetzt nicht diese Bayer, das waren dann 2 dunklere irgendwie. Ich habe sie nicht reingelassen. In dem Moment habe ich gedacht, also ihr macht hier keine Kameraüberwachung mit mir, ihr macht hier keine sonstige Überwachung, und ich will nie wieder irgendwas von irgendwelchen Zeugen Jehovas sehen oder hören in der Form. Ende Gelände. Fertig, aus, Amen. Bleibt, wo ihr seid, aber nicht bei mir. So. Und dann, muss man noch weiter überlegen. Also ich meine, ab dem Punkt gab es nicht mehr so viel zu überlegen. Mir fällt es noch ein, wie dieser bayerische Akzentsprecher da mich einlud auf einen Pharmakongress der Zeugen Jehovas irgendwie in Friedrichshafen oder wo, das weiß noch nicht lange her. Ich werde gleich noch weiter ausführen, was da dahinter steht. Es ist sehr, sehr leicht zusammenzufügen, also sehr leicht, und es ist auch sehr leicht zu überprüfen. Ich bin natürlich nicht hin zu diesem Pharmakongress. Ich fragte ihn dann, ob er mir irgendwelche Ärzte und Ärztinnen empfehlen kann, die einfach keine Tiere essen. Also ich suche verzweifelt nach vegetischen Ärzten und Ärztinnen, wo ich weiß, da wird die Hand nicht vom Tier falsch gelenkt in dem Moment, in dem sie an mir rumschneiden. Also da passieren diese Missgeschicke nicht, die dann irgendwie durch Scheitane oder Satane, wie es heißt, also zum Beispiel böse Geister, schlechte Geister ausgelöst werden. Das fragte ich ihn, da konnte er mir nichts sagen. Ja, das war dann auch wirklich das letzte Gespräch mit denen oder die letzte Diskussion, auf die ich mich in irgendeiner Form eingelassen hatte. Ich habe auch in dem Zusammenhang schon gesagt, man kann nicht einfach Fremdblutbehandlungen ablehnen, aber die ganze Zeit blutiges Zeug in sich reinfressen, das macht pervers und Ende. Die wollen alle nicht gegessen werden, und kein einziges Fleisch kann meiner Ansicht nach so gut gewaschen sein, dass da nicht noch ein Partikel von Blut drin ist. Ich esse es einfach nicht. Selbst im Koran steht, das ist Unrat. Alles, was außer Milch von der Kuh kommt, ist für uns Unrat. Alles, was außer Eiern vom Huhn unbefruchteten für uns kommt, ist Unrat. Das esse ich nicht. Punkt. Und da finde ich den Koran sehr, sehr, sehr deutlich. Jedenfalls die Teile, die eindeutig ursprünglich dort schon drin gestanden haben dürften, meiner Ansicht nach. Also praktisch die Teile, die sich logisch zusammenfügen lassen, wo es dann keine Widersprüche gibt und was man sehr gut verstehen kann. So, das ist, wie gesagt, meine Ansicht. Ich muss da noch sehr viel lernen in der Hinsicht und mich sehr viel damit auseinandersetzen. Fakt ist, dass ich als Kind schon nichts essen wollte davon, kein Stück Tier, kein Stück Blut. Ich habe dann manchmal das weggespuckt und gehofft, ich werde nicht verprügelt dafür, wenn ich das wegschmeiße und so weiter. Also das in dem Zusammenhang. Weltuntergangssekten, also in dem Zusammenhang Weltuntergang predigen und ankündigen und dann sagen, also es ist dann und dann, es ist eh nicht mehr zu retten, Strafe kommt irgendwie keine, die ganze Welt geht unter, wir können machen, was wir wollen, kauft, 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 esst, und am besten bei uns in den Krankenhäusern. Das erinnert mich schlicht und ergreifend an die Haltung auch der Satanisten und Satanistinnen, die das nicht als, Gottsekte betreiben, sondern halt direkt als Satanssekte. Beides ist mir vollkommen zuwider. Das ist der Versuch, hier einen Weltuntergang herbeizurufen und dann auch noch durchzudrehen, wenn es nicht klappt. Ne?
nur nach dem Motto, also wir wollen aber diejenigen sein, die dastehen und Recht haben, also sorgen wir dafür, dass es einen Weltuntergang gibt und so. Das finde ich richtig widerlich und ich finde, das gehört weg. Wenn ich vorher geschrieben habe, dass also die nächsten 100 Millionen Jahre gesichert sind, dann heißt das nicht, dass alle Menschen in der Zeit erhalten bleiben werden, auch nicht alle Sekten und alle Strömungen. Und das Erste, was weg muss, auch im Sinne Gottes, sind sämtliche Weltuntergangssekten, die davon ausgehen, dass es für schlechtes Verhalten keine Strafe gibt, weil Jesus angeblich für unsere Sünden gestorben sei. Damit wir welche begehen, oder was? Nein, er ist wegen unserer Sünden gestorben und wir sollten uns zusammennehmen, was das angeht. Und nicht Jesus dauernd beleidigen. Mal davon abgesehen, dass mir bei der Durchsicht der Prospekte, die ich bekam, von den Zeugen Jehovas auffiel, dass also Straftaten und Drogen sehr oft schwarz angemalt werden von dem, wohinter ich also einen gewissen Rassismus vermute, der mich in direkter Linie zum Bindeglied zwischen beidem, also zwischen Satanismus und Zeugen Jehovas bringt, und das ist der Ku Klux Klan. So, die wiederum waren einmal in dem Bereich die Stärksten, die also auch die ganze Pharma kontrolliert haben, weswegen Leute wie wir auch irgendwie regelmäßig von denen krank therapiert wurden. Ich hatte bereits erwähnt, wie diese Gitternetz-Geschichten funktionieren, und nein, das ist keine Paranoia, ich habe das schließlich auch studiert, und wenn ich eine von den ganz Schlechten wäre, wäre ich wahrscheinlich auch so. Wird also gezielt Metall verabreicht, auf verschiedene Weise, dann wird ein Gitternetz angefertigt und dann wird gezielt das Wachstum bestimmter Tumoren stimuliert. Und wenn es zum Beispiel so eine Sekte ankommt und sagt, bekehrt euch mal, in dem Moment, in dem man sich nicht bekehrt, wird praktisch stärker gebrutzelt, wird die Krankheit erhöht, und das führt, wie wir jetzt bereits gesehen haben, auch zu Schlaganfällen und Ähnlichem. Und das Einzige, was mich in Bezug auf diese Familie, die also auch von denen betroffen war, interessiert, ist genau der Zeitraum, in dem dort die schlimmeren Erkrankungen oder die schlimmeren Abhängigkeiten auftraten. Das interessiert mich, und dann will ich wissen, ob das der gleiche Zeitraum war, in dem bereits die Belästigung durch diese widerliche Sekte da losging. Also es gibt praktisch den einen Teil, das ist der Satanismus bei denen, und den anderen, also bei den vom Ku Klux Klan finanziert, das ist der Satanismus, und der andere Teil ist, ja, das verunglimpfe ich wirklich gerne, und der andere Teil, das ist die offizielle Kirche, für diejenigen, die noch Gott dafür in Anspruch nehmen wollen, für irgendwelche Weltuntergangsszenarien, die man halt, wie gesagt, notfalls noch herbeiführt, ja. Während Leute wie ich, die definitiv den umgekehrten Weg gehen in der Richtung und sagen, also wir retten mal, was zu retten ist, und dann geht das auch noch viel länger, solche Leute regelmäßig von denen dann belästigt werden und gequält werden, und ich möchte nie mehr eine derart brutale Bestrahlung durch einen Satelliten erleben, wie an dem Tag, als ich da raus bin. Mir ganz egal, wo die gesessen sind oder woher die kamen oder wohin die gegangen sind. Also das verbitte ich mir in Zukunft, und ich halte davon überhaupt nichts, und meiner Ansicht nach sind das kriminelle Vereinigungen und keine irgendwie religiösen Organisationen. Und nie wieder eine Gottesvorstellung, die Strafe ausschließt. Wenn wir nicht davon ausgehen, dass Gott uns bestraft, Knochen für Knochen zum Beispiel, das kostet halt, oder Zahn für Zahn oder irgendwas in die Richtung, dann werden wir nur sündigen die ganze Zeit und dann noch sagen, naja, ist ja schon jemand dafür gestorben. Nein, nein, also so läuft das meiner Ansicht nach nicht, und ich glaube auch, dass Jesus das nicht unterstützen will. Punkt. Das ist meine Ansicht. Ja. Und wie gesagt, Jesus war schwarz, das war ein Äthiopier, Punkt. Der wird nicht hell, gut, vielleicht ist er weiß in Äthiopien auf die Welt gekommen, dann, trotzdem war es ein Afrikaner. Und ich glaube eher, der war schwarz, Punkt, Ende. Meine Ansicht. So viel erstmal dazu. So. Und nie wieder will ich, dass die an meiner Haustür auftauchen oder dass deren Satelliten da irgendwie rumfliegen und so weiter und so fort. Und ja, damit arbeiten diese Organisationen. Und wenn wir so schlecht wären, würden wir das auch tun. Und naja, vielleicht kann man die Marsmännchen verständigen und dann kommen da so UFOs und so und dann machen die das weg, wenn andere sich da nicht drum kümmern. Das ist mal das eine. Jetzt finally kein heiliges Buch, nur eine Buchempfehlung. Hans Rösch, die Pharma-Story. Hans Rösch hat sehr viele Bücher in der Richtung geschrieben, und wenn Sie da, was das angeht, aufgeklärt wollen über die Hintergründe, also wie erhält man die Pharmaindustrie durch Züchtung von Krankheiten am Leben, dann lesen Sie das hier. So, die Pharma-Story. Ich habe es auch noch nicht ganz gelesen, habe es aber neulich bekommen und halte das für ein sehr interessantes Buch in der Richtung. Jetzt nochmal zum Thema Lila und Israel, beziehungsweise also Lila und Afrika, Lila und Palästina, Lila und das Leben dort und die Völker dort. In Jerusalem gibt es das Rockefeller Museum, und dann habe ich gerade in diesem Buch gelesen, dass also Rockefeller schlicht und ergreifend auch ein großer Pharma-Riese ist. Allerdings kein Zeuge Jehovas zum Glück und auch kein Ku Klux Klan. Das muss ausgeschlossen sein, dass das irgendwie zusammengehört. Das geht gar nicht. Rassismus in Afrika bitte in keiner Form. Also von den Weißen aus gar nicht. Und wenn die Schwarzen das nicht haben, dann zum Glück und Gott sei Dank sind sie so, dass sie das nicht weiter
verfolgen, auch nicht in einer rachsüchtigen Form. Also ich bin, wie gesagt, man muss mich schwarz anmalen und schon sehe ich aus wie aus Äthiopien, das ist kein großer Unterschied irgendwie. Und in dem Zusammenhang hatte ich mir ja überlegt, das Gemälde, das große, das Heilsame, diesem Museum zu geben und auch die beiden anderen Bilder. Und ich hoffe in dem Zusammenhang auf Rockefellers Vernunft. Also ein Pharma-Riese kann auch von der Nanotechnik wieder Abstand nehmen und von diesem Getue und anfangen, praktisch die Mohnfelder zu machen, auch die Hanffelder, bei gleichzeitiger Erlaubnis an alle, sich das anzubauen, denn es geht nicht, dass man das sich nicht leisten kann, dass man sich das nicht leisten kann. Also das würde Krieg weiter schüren. Und ich bin der Meinung, dass in den jeweiligen Ländern die Pflanzen wachsen müssen sollten, ohne dass da viel exportiert oder importiert wird. Also am schönsten wäre das, wenn das ginge, meiner Ansicht nach. Mit erlaubter Selbstversorgung und da würde ich in dem Zusammenhang Rockefellers jetzt schon anbieten, auch die Spinnenexperimente fortzusetzen, allerdings in einer Form, in der die Spinne natürlich nicht eingesperrt wird und in der die Spinne auch nicht gequält wird. Ja, denn man kann mit Spinnenfäden Nervenbahnen erfolgreich ersetzen, man kann also sehr, sehr erfolgreich Transplantationstechnik da machen. Das ist in diesen Gebieten sehr wichtig, denn die sind gerade von diesen widerlichen Ku Klux Klan-Geschichten komplett teilweise verseucht und geschädigt dadurch und wir können allerdings nur durch wirkliche Kommunikation mit den Spinnen uns da beraten lassen und weitere Methoden entwickeln, die vielleicht von der Nanotechnik weggehen, die aber ebenfalls zu Heilerfolgen führen, wobei wir dann eben auch Untersuchungstechniken und so weiter verfeinern müssen. Denn die ganzen Heiler und Heilerinnen, also solche, die so sind wie ich oder die das gerne so wären, wie ich das auch gern wäre, die sagen bitte zu uns nur die aufgegebenen Fälle, also die Fälle, die bereits von der Pharma aufgegeben wurden. Wir treten da also nicht in eine direkte Konkurrenz. Ich sage, das wäre ja auch vollkommener Schwachsinn, da zu sagen, wir konkurrieren und bekämpfen uns gegenseitig, obwohl das von manchen Konzernen aus so gehandhabt wird. Viel schöner fände ich, wenn es dann hieß, also ihr bekommt die Heiler und Heilerinnen, die das können mit Naturkräften, die auch mit den Tieren sehr gut kommunizieren können oder die gesagt bekommen, welche Pflanzensubstanzen wie wirken. Die bekommen auch Geld, das können sie dann in ihre Sozialtöpfe reintun, weil meistens sind diese Heiler und Heilerinnen total soziale Leute, die gar kein Geld anhäufen wollen, weil sie damit nicht richtig umgehen können oder nicht wissen, was jetzt damit irgendwie tun, außer Sozialem. Das würde ich zum Beispiel gerne machen, also ich würde gerne dann auch in der Pharmazie weiterhelfen, vielleicht gegen ein Geld, was sofort in Soziales umgemünzt wird, sodass bitte auch die Waisenkinder, um die ich mich gerne mitkümmern würde, dann dort versorgt sind, zur Schule gehen können, lernen können, auch wenn es keine Blutsverwandtschaft mehr gibt, die sich in irgendeiner Form mit diesen Kindern beschäftigt. Und nein, diese Kinder müssen nicht alle hinterher, was weiß ich was werden, Prostituierte werden oder Kriminelle oder sonst irgendetwas. Also da würde ich gerne etwas anbieten und freue mich auch, wenn das dann in der Richtung funktionieren würde. Also gleich Grüße an den Rockefeller Clan. Ihr seid keine Weltuntergangssekte, das weiß ich sicher. Und nein, ihr seid auch nicht gekauft, das können wir in dem Zusammenhang ändern. Auf sowas habe ich überhaupt keine Lust, also soziale Verantwortung wegtun und immer schlimmer werden und Weltuntergang brüllen, das ist das Allerletzte aus meiner Sicht. Und ja, wie gesagt, also ich setze da auf Zusammenarbeit. Ich würde die Bilder gern einfach dem Rockefeller Museum in dem Zusammenhang schenken, auch Jerusalem schenken und weiter darauf setzen, dass ein solcher Industriezweig sich entwickelt. Dass man also nicht aus Prinzip in irgendeiner Form dabei bleibt, nur in eines zu investieren und dann alles blutig bekämpft, was vielleicht dagegen wäre, obwohl die Ideen dann sinnvoller wären, wenn man das nicht täte. Na. Also gibt es von meiner Seite aus keine direkte Konkurrenz zu irgendeinem Pharmaunternehmen, außer dieses dämliche Unternehmen versucht, mich mit irgendwelchem Nanoschrott und mit Bestrahlung und was weiß ich zu töten oder umzubringen. Also davon habe ich jetzt genug irgendwie. So. Das war jetzt ein längerer Vortrag und ich hoffe, das ist angekommen. Das hat mich wirklich sehr aufgeregt. Und wie gesagt, ich werde nochmal nachfragen bei der Familie, ob die Erkrankungen, Schlaganfall und was nicht alles vorkam, Suchtentstehung und so Zeugs, weil wir wissen ja, wie manipuliert wird. Wie gesagt, man kann Menschen in so eine Art Schallraum für fremde Sachen verwandeln, durch Galvanisierung, durch die Experimente dazu, wie gesagt, kann man in Büchern nachlesen, durch praktisch Inneres ausstatten mit diesen dämlichen Nanodingern, das kann man dann in Bewegung versetzen, in Schwingung, wie wenn es eine Glocke wäre, kann man auch Messages reinstrahlen und so, das geht alles, kann man auch wirklich vorführen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin froh, wenn das vorbei ist und wenn wir wieder zu einer vernünftigen Form der Weiterentwicklung auch in der Pharmaindustrie
übergehen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen, die also einen Haufen Geld, lesen Sie das ruhig durch, die einen Haufen Geld bekommen haben, um irgendwie doch so weiter wirtschaften zu können, ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen noch glücklich ist mit dem Geld, was da dabei in Koffern übergeben wurde. Weder mit dem Geld noch mit den Schätzen und so weiter und so fort. So, mag erstmal genügen. Shalom, Aleichem, Aleichem, Shalom.